Moin Leute, Carsten hier. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SkyTech. Heute kümmern wir uns endlich darum, unsere Wilder Skeleton Farm fertig zu bauen. Es dauert seine Zeit, es ist schon sehr, sehr, sehr lange, aber wir machen gute Fortschritte. Wir haben sehr viel gemacht. Wir haben unsere kompletten Wither Roses das letzte Mal gemacht. Wir haben heute, hoffentlich, mal gucken, ein Date mit Kroko, wo wir unsere Hunde fertig bekommen oder so eine Hunde, damit wir die da hinstellen können. Und dementsprechend wollen wir heute das ganze Ding fertigstellen. Wie gesagt, Wither Roses sind fertig. Ich habe eine Menge neue Rohstoffe, wie auch immer. Hier ein Button fehlt, aber ein Button ist nicht so wild. Ansonsten, ich habe ein Beacon mitgenommen. Wir haben unsere Shulkerboxen voll mit Smoothstone, mit Wither Roses und mit Glass. Alles, was wir brauchen, um die Farm hier cool zu machen. Wir bauen also ein Beacon auf, räumen hier ein bisschen auf, also die ganzen Cobblestone-Sachen und sowas kommen hier weg, muss alles in den Müll. Oh oh, ich werde hier glaube ich gleich ein bisschen Probleme bekommen. Wir haben Smoothstone, das heißt wir cleanen erstmal wieder ein bisschen ab, setzen uns eine kleine Timelapse und machen hier alles schön, was es gerade schön zu machen gilt. Also wir räumen erstmal den ganzen Müll auf und danach machen wir schön. Der erste Teil ist dann, wir haben den ganzen Crap außenrum abgebaut, bis auf diese kleine Steinsäule, die machen wir gleich auch noch weg. Ansonsten sind alle Sachen pretty much außenrum weg. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir die Säulen abbauen, aber ich glaube, wir lassen sie da. Ich finde es nämlich eigentlich ganz cool. Und dann brauchen wir natürlich die neue Killing Area. Die kommt pretty much hier hin jetzt. Also eigentlich können wir alles von hier ein bisschen weiter nach hier drüben verlängern. Da kommen nämlich unsere Skelette runter. Können wir vielleicht sogar in der Säule machen, wäre vielleicht ganz cool. Und dann ist jetzt das nächste Ding eben, die Etagen vorzubereiten. Heißt, das ganze Glas außenrum bauen und die Slabs und sowas an die richtigen Positionen zu bringen. Das machen wir auch noch auf Quick. In der Mitte schon mal die Chamber für die Piglins vorbereiten und dann natürlich auch schon relativ bald die Piglins hierher holen und die schon mal einsperren. Damit das Letzte, was dann noch fehlt, eben wirklich die Hunde sind. Die können wir dann mit Kroko zusammen machen. Und dann können wir die ganzen Buttons wegmachen und Wither Roses hinbauen. Dann sind wir fertig. Also, Enchantment das nächste Ding. Räumen noch mal ein bisschen mehr auf unten, aber primär für die ganzen Sachen an der Seite, also mit Glas und sowas. Und dann ist, glaube ich, wieder relativ nice. Okay, Freunde, wir sind soweit. Wir haben basically unsere Plattform fertig. Wir können uns jetzt darum kümmern, dort wo die Piglins später hin sollen. Auf diesem wunderschönen Block wird unser Piglin später stehen. Der wird umrandet sein von Trapdoors an allen Seiten. Das heißt ungefähr so. Und die anderen Blöcke, die außenrum, die kommen komplett weg, damit die Wither-Skelette da nicht hinlaufen praktisch. Damit die gar nicht auf die Idee kommen, da überhaupt hinzulaufen. Ich glaube pretty much schon das hier. Einfach nur so. Ich sollte nur aufpassen, dass wir nicht zu viel wegmachen. Die gehen hier noch ein bisschen. Die sind noch ein bisschen wild hier gerade. Ah! Oh mein Gott, jemand hat meinen Tisch runtergefahren. Ich sitze im Schneidersitz hier und das hat sehr weh getan. Wir haben praktisch hier diese Walls. Später mit dran. Alter, die Blaze ist so unglaublich nervig, ne? Die Dinger kommen weg. Und dann kommen hier praktisch unsere Walls hin. So, so und so. Die Dinger kommen weg. Der Button war gerade in der Luft. Das war ein bisschen sehr sus. Alter, der Dodge King. So, dann kommen die hin, das kommt hier hin, darunter kommt nochmal ein Block und das kommt hier hin. Und dann würden unsere Wither-Skelette praktisch hier runterlaufen die ganze Zeit, weil sie auf dem Piglin-Algo sind und hier können sie nicht runter, dann laufen sie praktisch hier außen rum und fallen dann da ins Loch. Das machen wir bei allen anderen. Das heißt auch hier praktisch mit nach unten. Wir müssen leider so viel Platz hier haben, weil die Piglins, die Wither-Skelette, die von oben runterlaufen, sonst auf die unteren fallen können und dann sind die halt dead und das wäre eben auch ein bisschen doof. Deswegen müssen wir da Obacht geben. Ich glaube, der steht dann auch wieder auf dem Block hier, wenn ich mich nicht täusche. Also so, genau, da steht dann unser Piglin und auf der Höhe hier, aua, haben wir dann wieder unsere Trapdoors, die komplett außen rum gehen. Das kann wieder so mit dazu. Und dann chillt hier später unser Piglin. Right, okay, sehr gut. Ich glaube, das ist richtig, ne? Ja, das heißt, das wiederholen wir jetzt die ganze Zeit. Damit wir so und so hier hinkommen. Genauso mit dem. Und das kommt jetzt auf alle Etagen. Dann laufen die hier hin. Und dann
ist wilde Nummer. Dann sollte das hoffentlich passen. Können wir sogar mit ein paar testen, bevor wir... Obwohl, die Pinguins müssen wir doch holen, ne? Ja, aber dann können wir das testen auch nicht. Das wäre ziemlich cool. Es wird wieder Zeit für eine neue Timelapse. Wir haben unsere Sachen komplett fertig. Die hier stehen. Die Säule in der Mitte unten ist weg, weil da eben unser Dropschacht hin muss, damit das passt. Guck mal, wir können jetzt auch endlich mal diesen Knopf hier drüben platzieren. Den habe ich nämlich vergessen. Zwei sogar. Außerdem machen wir heute doch schon die Wither Roses auf jeden Fall mit drauf und probieren das Ganze schon mal aus auf grobe Art und Weise. Das heißt, da kommt unser Dropschacht hin. Jetzt kümmern wir uns erst aber mal um die Plattform außenrum, denn die werden praktisch für Packspawning. Damit Packspawning auf unseren Main-Plattformen passiert, müssen wir jetzt eine 5-breite Plattform neben der hier machen. Dann nehmen wir einfach Slabs für. Ich hoffe, Slabs gehen. Wenn jemand von euch absoluter Packspawn-Knowledge Profi ist, dann sagt mir das gerne, aber meine Idee ist jetzt einfach nur, praktisch die Plattform hier hinzubauen. Das war ein Button Press, so, und das dann eben 5 Blöcke breit. Ich bin mir erstens nicht sicher, ob Slabs gehen, und ich bin mir nicht sicher, ob unter den Slabs nochmal ein Block sein müsste, aber ich glaube, normalerweise sollte es so passen. Das machen wir jetzt auf allen 3 Etagen, nur gigantisch viel, und dann sind wir, glaube ich, ready. Soweit, danach können wir schon den Killing Chamber und sowas machen. Wir haben den ersten Piglin, der ist zum Glück relativ nah bei uns gespawnt. Nein, 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 bitte sterb nicht, tu mir das nicht an. Du überlebst das, mein Bester. Okay, er hat es wirklich überlebt. Ja, ihr müsst hier halt weg. Die dürfen hier nicht sein. Das ist ganz, ganz schlecht. Ansonsten haben wir so gut wie alles fertig, Freunde. Wir haben den Dropshoot nach unten fertig. Der ist komplett da. Ey, jetzt, was ist denn das? Lebt er noch? Nein. Neuer Piglin ist am Start. Freunde, diesmal wird es hoffentlich klappen. Hey, bleibt hier wieder irgendwo für ein Schwert stehen. Komm mit jetzt. Schau dir das Schwert an und dann folgen sie mir unauffällig. Ich habe nämlich ein neues Zuhause für sie. Oh, das sieht sehr gut aus. Komm mit und komm hier rein. Hey, let's go. Und er kann nämlich nicht vorbei, weil seine Hitbox größer ist. Größer ist als der Rest. Bitte schieß meinen Piglin nicht ab. Dankeschön. So. P, nein! Oh, ich bin dumm. Mom. Ja, ja, ja. Das war es nämlich mit dir wirklich. So, jetzt ist er drin. Sehr, sehr gut. Nein! Oh Gott! Ey, hör auf damit! Bitte, bitte, bitte! Der macht hier schon wieder irgendwelche Faxen. Okay, er hat Rüstungsteil, das heißt, er braucht kein Name-Tag, weil er auch so praktisch jetzt nicht despawnen wird. Erste Piglin ist damit da. Sehr, sehr gut. Es fehlen noch 2 weitere. Die müssen dann natürlich auch hier hin, damit es denen gut geht. Ich glaube, soweit ist er komplett richtig eingerichtet. Genau, das hier ist halt Spawn für den nächsten, genauso wie drüber. Dann müssen wir gucken, dass alles eben richtig ist. Dass das Skelett hier keine Faxen macht. Aber sonst darf der hier bleiben. Und damit sind wir Gucci. Die Etage kann zu. Fehlen noch 2 weitere. Holen wir kurz. Und dann haben wir es hoffentlich. Und, Freunde, ich glaube, wir haben es geschafft. We did it! Wir haben alle 3 Piglins da. Alle 3 haben Boots. Alle 3 sind absolut geil am Start. Das hier kann sogar weg, wenn ich mir nicht... Obwohl, wir machen da lieber irgendwas anderes hin. Ich glaube, wir lassen den Block lieber da und machen da dann irgendwie... Ein Slab oder sowas drauf. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen sinnvoller, oder? Oh Gott, wohin will ich denn? Ja, Piglins stehen. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich sogar wirklich ab dem Zeitpunkt die ersten Buddha-Skelette spawnen lassen. Und dann sollten die rein theoretisch schon hier hinlaufen, runterdroppen. Da werden sie geslowdowned, damit sie alle von der gleichen Höhe praktisch droppen. Das ist wie ein, halt wie Wasser für Wither-Skelette. Und dann landen sie eben hier und wir können hier stehen und alle davon killen. Sieht sehr, sehr gut aus. Heißt, ich würde sagen, wir machen jetzt wenigstens eine Ebene oder einen Teil einer Ebene. Schon mal aus Wither-Roses. Vielleicht einfach nur 16 Blöcke, die wir eh als Radius haben, um den Piglin rum. Dann würde da was spawnen und dann können wir die Farm schon mal benutzen. Und das mit den Hunden können wir dann machen, wenn Kroko da ist. Der ist heute nämlich nicht da, aber werdet ihr wahrscheinlich später noch sehen. Deshalb, oder wir zeigen euch das irgendwann, wenn das so fertig ist. Mal gucken. Das heißt... Wir machen jetzt einfach mal im 16-Block-Radius um den Piglin rum die Buttons weg und dafür Roses hin. Und dann wäre unsere Farm eigentlich schon einsatzbereit. Dann können wir schon komplett damit chillen und schon mal farmen. Und die Hunde sind dann nur noch Bonus-Spawnfläche weiter hinten für die äußeren Blöcke. Aber sonst... Oh, we did it, Freunde! Erste Ebene ist komplett fertig. Das ist der Circle, den wir brauchen. Das heißt, alle Skelette, die innerhalb des Kreises spawnen, die sind normalerweise getriggert auf den Piglin. Den Rest lassen wir noch mit Buttons voll. Heißt, wir können jetzt einfach mal ganz kurz richtig swiggy-swoogy-mäßig hier runtergehen
Und dann sollten wir hier einfach schon, ne, die ganze Zeit Skelette sehen, wie sie runterregnen. Im besten Fall sollten sie auch so spawnen. Wir können mal mit Camacom wieder hier rüber gehen, ganz kurz. Oben rechts haben wir die Cam für die Wither-Skelette. Es sieht gerade aber so aus, als würde Pack-Spawning nicht funktionieren. Wenn ich mich nicht ganz täusche damit. Obwohl, na, teilweise schon. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es spawnen auf jeden Fall einige. Das müssen wir uns unbedingt anschauen, ob Pack-Spawning funktioniert. Wenn das funktioniert, dann wäre sehr geil. Aber wenn nicht, dann wäre das ein bisschen scuffed. Das ist jetzt eine Dreiviertel-Ebene. Ja, ist das ein Viertel, was noch übrig ist an Rest? Ich glaube schon. Also es fehlt auf jeden Fall noch einiges. Die anderen Rosen machen wir auch noch. Und dann eben, wie gesagt, noch mit den Hunden dazu. Aber das sieht schon geil aus. Guckt euch das mal an in der anderen Cam. Absolut crazy. Und die droppen dann eben alle hier runter. Alle von der gleichen Fallhöhe. Haben alle noch irgendwie so, jetzt nicht ein Herz, aber sie haben ein bisschen weniger HP auf jeden Fall. Da wird dann noch Storage-System noch angeschlossen. Aber jetzt machen wir erstmal die anderen Ebenen noch fertig. Dann gucken wir uns nochmal den Output an. Und dann sind wir dann für heute. We did it! Okay, das ist wieder ein bisschen scuffed allerdings. Ich glaube, ich habe noch nicht überall... Ich habe irgendwo Roses vergessen. Ich habe eigentlich gedacht, das ist nicht so schlimm. Aber wenn noch Blaze Spawner ist, das sehr, sehr, sehr scuffed. Vor allem in der Zeit, in der wir gerade bauen. Ansonsten haben wir alle Etagen geschafft, aber ein Piglin ist uns gerade gestorben, leider. Hier unten der Piglin, der ist gerade hops gegangen. Ist sehr, sehr unlucky. Trotzdem sind wir sehr, sehr weit gekommen heute. Unsere Farm ist basically fertig. Ich werde sie auf jeden Fall noch fertig bauen. Ihr bekommt ein kleines Update davon, wie das Ganze ausgegangen ist und wie es aussieht. Ansonsten sollten wir jetzt, ich schiebe mal ganz kurz den Camacom ein bisschen um, auf den beiden Etagen hier, auf der unteren halt auch schon, aber da laufen sie nicht, aber auf der oberen und auf der zweiten sollten wir jetzt schon gigantisch viele Spawns bekommen und die natürlich alle nach hier unten. Wir sollten noch mehr bekommen, wenn wir Pack-Spawning richtig gefixt bekommen. Aber schau dir das mal an. Wie sie überall spawnen und alle direkt zu den Piglins laufen, sieht sehr, sehr, sehr geil aus. Und die Raids sollten damit, wie gesagt, so locker, I don't know, zwei bis also eigentlich vielleicht sogar viermal so krass sein wie davor, wie mit der alten Farm. Das wäre natürlich perfekt, vor allem wenn die dritte Ebene noch mit dazu kommt und die Hunde mit dazu. Und dann schauen wir, ob das alles so klappt. Aber für jetzt bin ich damit zufrieden. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen farmen, damit wir unserem Full Netherite Beacon ein bisschen näher kommen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Peace.